So, dann gucken wir mal in die Extras. Nee. Was spielen? Was war spielen? Der alte Stein. Natürlich auf Experte. Das war doch Solomon. Oder? Es sind scheinbar etliche Seelen in diesem Kristall gefangen. Ist ein bisschen creepy. Es ist an der Wand festgeschraubt. Sind wir jetzt Gabriel? Ich glaube schon. Das ist unsere Uniform, oder? Ja, mit Layton war es das für heute, weil das tatsächlich für mich recht anstrengend zum Vorlesen ist die ganze Zeit. Und Puffifa, danke dir fürs Follow. Ein schönes Juwel, das in die Wand eingelassen wurde. Können wir das mit dem... Ein Tuch. Meine Hand passt da nicht hinein. Wahrscheinlich ist das zu kurz. Ah. Ich muss es schaffen, das Juwel zu erreichen und es an mich zu nehmen. Okay, wir können das mit dem Dolch berühren, aber das reicht nicht. Und wir können auch nicht den Gürtel verlängern. Max, vielen, vielen Dank. Danke für den wichtigen zweiten Monat. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Guten Abend. Okay, das funktioniert noch nicht. Aber vielleicht können wir schon mal das hier machen. Ja, natürlich. Klassiker. Und dann können wir doch bestimmt einen Ring an den Gürtel machen. So, und damit haben wir jetzt quasi... Aber das wird nicht... Es bleibt ja nicht dran hängen. Ich kann sonst gerade nichts mehr machen, ne? Ich kann nur noch anders, oder? Oh, warte mal. Who's that? I'm either not here alone or I'm going crazy. Jetzt brauche ich etwas, um den Schlüssel herunterzustoßen. Kommen wir da mit dem Gürtel ran. Das war einfach. Ein Mechanismus, der die Tür öffnet? Vermutlich. There's no hope for me, Gabriel. But you can still escape this realm. Solomon! He just vanished. Ach so, warte mal. Das ist quasi nach dem Ende. Wir spielen Gabriel. Solomon ist ja gestorben. Aber Gabriel waren wir uns ja nicht sicher, ob er tot ist oder nicht. So wie er da lag. Oder ob nur seine Seele geklaut wurde. Und anscheinend sind wir gerade so in so einem Zwischenbereich und er kann da theoretisch wieder raus. Das heißt, es geht gerade darum, ob wir zu unserer Schwester zurückkehren können. Such a strong light. Das Licht ist zu grell. Okay. Eine Pfanne, um Weihrauch zu verbrennen. Es brennt aber kein Feuer. Die sehen ja creepy aus. Ich könnte sein Auge gut gebrauchen, wenn ich es irgendwie heraus... Natürlich können wir es rausbrechen. Was für eine Frage. Wieder auf der Zellentür. Ich muss die Statue aktivieren. Ja. Aber das Passende dafür haben wir noch nicht. Ich verstehe wie immer bei einem Wimmelbild nur bei Anruf. Wir haben gestern das Hauptspiel fertig gespielt. Und das endet quasi damit, also wir spielen im Hauptspiel spielst du die Schwester.
Und das endet damit, dass wir halt diesen Dämon wieder einfangen können, etc. pp. Aber beim Einfangen, also Solomon, den Geist, den man gerade gesehen hat, war unser Lehrmeister, der ist gestorben quasi während des Hauptabenteuers. Und unser Bruder, den wir während des Hauptabenteuers die ganze Zeit hinterhergejagt haben, den spielen wir jetzt. Der ist am Ende vom Hauptabenteuer quasi nicht halt direkt getötet worden, sondern im Kampf mit dem Dämon ist quasi seine Seele aus seinem Körper gerissen worden. So, und so wie ich das jetzt halt verstehe, können wir jetzt halt im Bonuskapitel seine Seele aus diesem Zwischenreich hier irgendwie retten. Ich kann die Kristalle noch nicht bewegen. Die Kontrolltafel scheint ohne die Juwelen nicht okay. Das heißt, wir brauchen erst alle drei Juwelen. Allein durch das Wort Hauptabenteuer habe ich voll Bock auf ein Penpaper. Okay. Naja, die Stories von den Wimmelbildern sind ja jetzt nicht so mega komplex. Eine widerstandsfähige Scheibe aus Kristallen, dahinter einige Schätze. Ja, ja, aber wir haben auch einen sehr widerstandsfähigen Vorschlaghammer. Dementsprechend kommen wir auch an die Schätze. Ein Stück Kristall, auch ziemlich scharf. Okay, das können wir mitnehmen, cool. Weihrauch und eine... Ein was? Teerschlüssel? Was ist denn ein Teerschlüssel? Also der passt hier drauf, aber warum Teerschlüssel? Ach, deswegen Teer. Okay. Jetzt haben wir einen klebrigen Stock. Oh, ja, natürlich haben wir jetzt einen klebrigen Stock. Praktisch. Der passt doch hierzu. Und damit haben wir drei Kristalle. Missy, Baby. So. Lenke den Lichtstrahl, um die Monster zu zerstören. Oh, das ist wieder so eine Geschichte. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer 3. Wieso ist er denn jetzt wieder da? Mist. Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich gedacht, dass die zwei beide gerade noch kaputt wären. Okay, das ist nicht die Lösung. Nee, das ist ein bisschen zu engmaschig so. Und das kann es halt nicht sein. Es muss irgendwie anders funktionieren. Warte mal. Aber das ist irgendwie auch nicht so glücklich, ne? Nee, müssen wir... Warte mal. Können wir auch... Wir können nicht erst ihn hier treffen, ne? Nee. Das funktioniert halt nicht. So funktioniert das nicht. Da müssen wir den Wenn noch mit irgendwas anderem erwischen. Tja, das ist die Lösung, die ich eben hatte. Aber die ist falsch. Was ist denn, wenn wir als erstes auf ihn da gehen? So. Das macht aber tatsächlich nur so Sinn, ne?
Okay. Jetzt haben wir Feuer in der Schale. Das heißt, wir können da den Weihrauch draufpacken. Und et voilà. Squant. Der Geruch ist ziemlich intensiv, genau wie der schwarze Rauch. Und wie Bemogate. Ich weiß halt noch gar nicht so genau, wofür wir den Weihrauch brauchen. Aber okay. Vielleicht finden wir es bei Zeiten noch heraus. Die Frage ist ja auch, was mache ich mit dem Kristallmesser? Warte mal, mit der Jacke kann ich nichts mehr machen, ne? Nee. Mit der Jacke kann ich nichts mehr machen. Und auch sonst kann ich hier nicht mehr viel machen. Das heißt, muss alles hier irgendwo sein. Aber ich muss Papa? Ich glaube nicht. Der Kristall ist klar, aber das wird mir nicht weiterhelfen. Ach so. Ah, warte mal. Ah, okay. Wir verdunkeln quasi den... Das ist gar nicht als Klinge gemeint, sondern... als Augenschutz. Was mache ich jetzt hier? Muss ich jetzt die Symbole nacheinander finden? Was ist denn das mit dem Bogen? Was ist das denn? Da. Ah, okay, alles klar. Dann brauchen wir diese Harfe, dann brauchen wir dieses Gräschen quasi. Da. Dann dieses verschobene Rechteck. Wo bist du? Dann das Dreieck. Nicht dieses. Dieses, dann die Pfeile. Schleppbock, danke dir fürs Follow. Dieses. Dieses. Das habe ich auch schon gesehen. Dann der Kreis. Dann der Dreizack. Nee. Wo ist er? Ah, da, in der Mitte. Und dieses. Now that the way out is open, let me shed this guise. Oh. Ja, wir waren hier gar nicht zusammen mit Solomon gefangen, sondern mit dem Dämon. The light. Its source might be a way out of this realm. Das ist jetzt schlecht. Herodes, alles klar. Schönen Abend dir noch und gute Nacht. Hatte gerade Pizza Hawaii. Oh, geil. Das ist natürlich geil. Maskengeister haben die Stadt angegriffen. Ein Kaschmar läuft frei herum. Verteidigt die Bibliothek. Koste es, was es wolle. Gut gemacht, du hast das Tor zur Hölle geöffnet. Ja, ich fürchte auch. Das Zeichen des Ordens. Ich brauche mehr als nur eine Kette. Achso, das ist dann er hier. Zu hoch, um hinaufzuspringen. Okay. Aber das ist eine der Plaketten, die wir brauchen anscheinend. Hast du am aller Samstagabend für ihn? So, was ist das hier? Die Bibliothek ist abgeschlossen. Das, was hat der Orden hier versteckt? Und dafür brauchen wir wahrscheinlich diese... Wobei, das ist eine andere Plakette.
Aber irgendwas fehlt hier natürlich noch. Alles andere wäre ja auch unlogisch. Na, guck mal, da ist noch eine. Ich brauche mehr als nur eine Kette. Oder ich brauche mehr als nur eine Kette. Zeichen. Warum ist denn hier ein Zeichen des Ordens auf dem Stein? Weil dahinter ein Würfelchen versteckt ist. Fehlt also doch was. Vertausche die Teile, um die Geschichte des Ordens Reihe für Reihe korrekt darzustellen. Also, erstmal kommt der Komet geflogen. Dann knallt er auf den Boden. Dann kommen die Leute und gucken sich an, was zur Hölle das ist. Und dann nehmen sie ihn mit. Sehr gut. So, dann gucken sie sich den nochmal ganz genau an. Plötzlich bekommt er Risse. Und ein Portal taucht auf. Und irgendwas habe ich übersehen. Achso, weil er kriegt erst so einen Riss, dann kriegt er viele leuchtende Risse und dann geht das Portal auf. So. Mutito, guten Abend. Aus dem Portal kommt eine Hand, der Hand folgt dann der ganze Dämon. Und ja, wird bekämpft und dann wird der Kristall versiegelt. And locked it away here, in the ancient city. Lüfte die Geheimnisse der alten Stadt. Lokalisiere die Orde des, die Quelle des Koschmar. Asriel, guten Abend. Okay, hier brauche ich die fehlenden Plättchen anscheinend für. Eine kleine, was? Ein kleiner Stausee. Okay. Was habe ich hier noch? Klingensplitter. Ein Tintenstein. Die Schriftgelehrten nutzten ihn, um mit einem Tuschestab und Wasser Tinte herzustellen. Ein orientalischer Tuschestab der Orden hat die Verbindung in die ganze Welt. Was hat ein Phönix mit der Quelle der Koschmar zu tun? Ich war gespannt, was ist. Oh. Huch. Okay. Ich guck mir aber erstmal die mittlere hier an. Bin ein totaler Liebhaber von Pizza Frutti di Mare. Die mochte ich früher total gerne. Die mochte ich früher super gerne. Ich habe früher so gerne Frutti di Mare gegessen, weil ich eigentlich auch Fisch und Meeresfrüchte voll gerne esse. Und dann habe ich einmal eine Frutti di Mare gegessen, nach der ich so richtig Bauchschmerzen hatte. Und seitdem esse ich die nicht mehr. Was halt echt schade ist. Dieses Bücherregal beinhaltet mehr als nur Staub und Bücher. Okay. Man isst so lange Frutti di Mare, bis man davon mal kotzt. Nee, kotzen musste ich nicht, aber ich hatte Bauchschmerzen aus der Hölle. Und seitdem esse ich die nicht mehr. Oha. Chaos. Okay, wir müssen Bücher... Nee, bleib doch da. Bücher sammeln. Das hier gehört nicht dazu? Nee, das gehört tatsächlich nicht dazu. Okay, mein Fehler. Wir brauchen hier so eins mit Federn am Popo. Ein rotes Pferd. Oh, das ist ein Einhorn? Ich glaube, das ist ein Einhorn. Was ist denn mit dir? Der kleine Vogel hat Angst. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, herauszukommen. Guck mal, da hinten ist das Medizinerbuch. Da ist das Seeschlangenbuch. Wir brauchen auch noch das hier von der... Wie heißt die mit den Schlangen auf dem Kopf?
Da ist sie auf jeden Fall. Medusa, danke. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Mir war auch mal von einer schlecht. An dem Abend war aber jedem schlecht, der von uns Pizza bestellt hatte, Lieferdienst. Zwei, sogar mehrere Tage. Da war irgendwas anderes nicht mehr so richtig. Also, vielleicht die Soße oder so. Das ist natürlich auch nicht cool, ne? Erstaunlich, dass sich der Euphemismus der Meeresfrüchte so lange hält, obwohl man damit doch eindeutig Tiere... Ja, das ist... Eigentlich stimmt das, ja. Eigentlich ist das ein bisschen paradox, da hast du recht. Was fehlt? Na, vermutlich ein Stern. Oh, guck mal. Ah, wenn ich immer Nüsschen gebe? Okay, alles klar, danke. Das heißt, wir müssen auch noch den Stern finden, um das hier zu öffnen. Kann ich den Vorhang? Nee, ah, da hinten ist aber der Stern. Voila, da ist das Einhorn. Fehlt noch? Was fehlt denn jetzt noch? Das da? Und jetzt fehlt noch so ein... Ich weiß nicht, es sieht nochmal nach Schlangen oder sowas aus. Was ist das da? Ja. Wir haben alte Bücher erhalten. Cool. Okay, ich habe einen Faden. Kann sie nicht mit bloßen Händen... Oh, jetzt stell die doch nicht so an hier. Ordne die Bücher so an, dass auf dem Rücken ein Bild entsteht. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Die heilige Claudia, Schutzpatronin des Ordens. Oh, okay, ich hätte jetzt irgendwie spontan... Ach nee, für Justitia würde das Schwert fehlen. Der erste Inkarzeristein hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen. Wir hatten zu viel Angst, ihn zu zerstören, und so versteckten wir ihn und machten es zu unserer heiligen Aufgabe, die Menschheit vor allen Monstern zu beschützen, die den Übergang benutzen. Oh, Entschuldigung. Ein Feuerpfeilsatz. Okay. Nicht gerade eine typische Marmorstatue. So einfach ist es nicht, wenn man es mit dem Orden zu tun hat. Ist irgendwie ein kleiner... Wahrscheinlich der heilige Bartholomew, der Monsterjäger. Meine Mama ist Schutzpatronin des Ordens, anscheinend. Ohne das fehlende Teil kann ich nichts... Okay, hier fehlt noch was, alles klar. Okay. Was ist das? Oh, okay, das war einfach. Ach du Kacke. Zerbrochener Schild, gegabeltes Geweih, etruskische Maske, Sirenenschweif, Monsterschild. Das sind die ganzen Monster, die durch den Kristall herkamen. Und die haben die umgebracht und hier eingepackt.
sieht irgendwie schon ziemlich cool aus, ne? Auf jeden Fall ist da der Skorpion. Da ist die Münze. Ein Knoten. Was ist ein Ouroboro? War ein Ouroboro nicht ein... irgendeine Art von Zauber oder sowas? Hey, Chessa. Da fehlt Xulu. War Ouroboro nicht irgendwie so eine Form von Zauberding oder sowas? Die Schlange, die den eigenen... Oh, das ist Ouroboro, das hier. Das Symbol. Der Ouroboro ist die Schlange, die sich selbst frisst. Ah. In der germanischen Mythologie gibt es da auch eine Schlange, die sich selber in den Schwanz... Ist das nicht sogar die Midgard-Schlange, die sich selber in den Schwanz beißen kann, weil sie einmal die ganze Welt umschlingt? So, Monster... Ja gut, Monsterschädel sind ja diverse hier, ne? Ist es der hier? Nein. Ist es der? Nein. Der Monsterschädel ist... Ist es Schädel wie Schädel gemeint? Also nicht wie Kopf, sondern Schädel? Wie Knochen? Aber ein Knochenschädel sehe ich... Obwohl doch da. Ja, okay. Ist es die riesige Schlange aus God of War? Ja, die Midgard-Schlange ist die aus God of War. Das ist richtig. Ich glaube, die haben einen ähnlichen Ursprung, wenn ich nicht irre. Okay. Gegabeltes Geweih. Ich suche auch gerade so. Warte mal. Oh. Ist das der Sirenenschweif hier? Meerjungfrau quasi? Sirene? Ja. Und da ist der Knoten. Gladiatornetz. Was ist das da? Ja. Streitwagen und Sonnenuhr. Streitwagen und Sonnen. Da ist die Sonnenuhr. Streitwagen. Wo ist denn ein Streitwagen? Hm. Vielleicht nochmal gucken. Etruskische Maske. Gegabeltes Geweih und zerbrochener Schild. Der Schild ist nicht zerbrochen da oben. Wo ist denn ein zerbrochener Schild? Oh, da hinten. Und das gegabelte Geweih. Der irritiert mich total hier vorne. Der sieht echt ein bisschen creepy aus. Wirklich. Cosima Cat, hey, guten Abend. Und viel Schlaf schön. Der lächelt dich doch nur an. Sieht voll creepy aus. Wenn er jetzt noch blinzeln würde, würde ich die Krise kriegen. Und er erinnert mich total an den aus... Pans Labyrinth irgendwie, auch wenn er natürlich ein bisschen anders aussieht, aber erinnert mich an den von Pans Labyrinth. Was ist denn dieses gegabelte Geweih? Und wo zur Hölle soll hier ein Streitwagen sein? Ich bin blind, ich sehe es nicht. Die Geweihe, die ich sehe, sind alle nicht gegabelt. Die sind gekringelt oder gebogen, aber nicht gegabelt. Pans Labyrinth hatte eine interessante Geschichte, aber ich fand ihn so überzogen brutal, dass er mir nicht gut in Erinnerung geblieben ist. Aber ich muss gestehen, das ist bei mir super lange her, dass ich den geguckt habe. Ich habe den nur ein oder zwei Mal geguckt und das ist
Jahre her. Das ist Jahre her. Deswegen, also ich weiß noch, dass ich die Story gut fand, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es mir zu brutal war oder nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ich sehe den Streitwagen. Okay, könnt ihr mir einen Tipp zum Streitwagen geben? Weil ich sehe keinen bisher. Oder ist das da oben? Oh, okay, never mind, ich habe ihn. So, fehlt nur noch das Geweih. Dieses Geweih... Das zählt als gegabeltes Geweih. Das zählt als... Was ist denn bei dir ein gegabeltes Geweihspiel? Also, weißt du... Ja, das ist ein Horn, richtig. Das war, ja, gut, die Spitze. Es könnte auch ein bisschen Hornspliss sein. So, aber das ist jetzt nicht so richtig gegabeltes Geweih. Also unter einem gegabelten Geweih verstehe ich ein Zwölfender oder sowas. Ich habe einen Pfeil gebastelt. Ich glaube nicht, dass mir das... Okay, das reicht noch nicht. Wir müssen noch irgendwas anderes mit diesem Pfeil tun. Anscheinend. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Okay. Wir wissen doch schon seit dem Reifen von dem Schild, dass die nicht sehr gut mit der... Ja. Es sind halt Wimmelbilder, ne? Es sind halt Wimmelbilder. So, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Kram, den ich hier noch gefunden habe? Waagschale etc. Kann ich hier noch was tun? Ich weiß halt nicht mal, was ich da unten soll. Ah ja, genau, wir mussten hier noch dran, ne? Wie komme ich denn da oben dran? Zu hoch, um hinaufzuspringen. Das alleine hilft mir also nichts. Kann ich sonst gerade auch noch nichts machen. Der Leitercode. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, warte. Warte er nicht hier? Genau. Oh, da fehlt aber immer noch was. Ohne Sehne. Ach so, ja. Hier, ich habe eine Schnur. Wie man weiß, ist ja jede beliebige Schnur als Bogensehne geeignet. Kann ich dich damit... Yes. Oh, oh Gott, ich muss selber zielen. Warte, warte, warte. Luft anhalten. Okay, wir haben das letzte. 8 alte Runen. Die brauche ich. Hier? Ja. Alle Runen sitzen an ihrem Platz, aber was bedeuten sie? Keine Ahnung. Das weiß ich auch noch nicht so genau.
Was mache ich denn jetzt? Niemals ohne Seife waschen in verschiedenen Sprachen. Was sollen wir eigentlich hier tun? Ja, toll, alles dafür rausgeklopft. Aber ich habe Wasser. Okay. Wasser ist nur die Hälfte der Lösung. Wasser ist nur die Hälfte der Lösung. Aber ich habe sonst nichts, was ich da reinpanschen kann. Naja, vielleicht habe ich gleich irgendwas, was ich da reinpanschen kann. Lösen wir erstmal dieses Rätsel, indem wir die ganzen kleinen Puzzlestückchen hier einsammeln. Wo sind denn hier noch welche? Da ist noch eins. Da ist noch eins. Und zwei Stück fehlen noch. Weil eine Lösung immer irgendwas in Wasser gelöst ist. Und du glaubst wirklich, dass dieses Spiel mit der bisherigen Übersetzung auf einen solchen Wortwitz aus ist? Glaubst du das wirklich? Ich habe Tinte. Aha! Now we're talking. Wow. Wow. Antike, mysteriöse Runen werden so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brett mit Runen. Tausche die Runen, um passende Gleichungen zu erstellen. Ach, oh nö. Mathe. Das ist Rechnen. Das ist doch das Gleiche. viermal was minus was ist 3. Nee, das ist aber hier schlecht. Ich glaube, wir müssen hier mit den höheren Zahlen rechnen. Weil wir hier das, mit den niedrigeren, weil wir hier das Mal haben. Also müssten wir hier die 2 einsetzen. Und die 5, damit das hier stimmt. Du hattest wohl kein Mathe im Studium, Isa. Was meinst du, warum ich Germanistik studiert habe, Mann?
Ja, genau, weil ich so gerne Mathe mag. Ich wundere, ich schäme mir gerade nebenbei eine Mandarine. Wie einer meiner Dozenten mal meinte, Mathematiker rechnen nicht, sie lösen Probleme, die man ohne sie gar nicht hätte. Sag dazu jetzt nicht. Sag jetzt nicht, welcher Spruch mir dazu einfällt. Du würdest dich wundern, in welchen Fächern man Mathe... Naja, ich habe Mathe gestreift im Studium tatsächlich, weil ich ja im Nebenfach sprachliche Kommunikation hatte und das war ja Sprachsignalverarbeitung am Computer. Und da hat man ein bisschen... Ja, tatsächlich hatte ich auch Rechnungen dann in den Klausuren, das ist richtig. Ja, tatsächlich hatte ich ein bisschen Mathe im Studium. Tatsächlich hatte ich ein bisschen Mathe. Also es war so eine Mischung aus Mathe und Informatik. Brot und Käse ist da auch gut. Unser Mathelehrer am Technikum hat am Schluss immer das Ave Maria gesungen auf Latein. Was ist denn bei ihm los? Hätte er lieber Religion unterrichtet. So, also. 4 mal 2 minus 5 ist 3. Das heißt, wenn wir dann als nächstes... Oh, hier haben wir nochmal ein Mal. Da müssen wir also auch aufpassen. Durch 2 ist das gleiche wie 4 mal 1, richtig? Richtig, ja. Hey, Köpfchen. Coolster Mathelehrer ever, okay. Als exmatrikulierter Informatikstudent kann ich dir sagen, Informatik ist Mathe, was zur Exma führt. Oh je. Okay, das ist krass, Morgate. Das ist krass. Unser Englischlehrer hat auch lieber die Hände gelesen. Holy moly! Interessante Lehrer. Interessante Lehrer hattet ihr. Und Geist, hey, guten Abend dir und Dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. So, die unteren beiden Rechnungen haben wir damit. Und ich bin gerade so langsam, weil ich nebenbei Chat lese, ne? Also. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Haben wir noch eine 2? Wir haben keine 2 mehr übrig, wir haben eine 3 übrig. Aber wir haben die 7. 9 minus 3 ist 6, ist richtig. Das heißt, 4 minus 3 ist das gleiche wie 6 minus 1. Das ist falsch. Aber so ist es richtig. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Ich habe doch richtig gerechnet. Alles gut, Nimi. Ich habe zwischendurch halt Chat gelesen. Das muss ja auch mal sein.
Das muss ja auch mal sein. The source of all nightmares. Time to end it. Okay. Ja, hier sitzen kleine tote Vögel. Kalt, wahrscheinlich ist es schon seit hunderten von Jahren so. Was mit ihm hier? Handschuh. Der erste Phönix ist nicht geschlüpft. Ich bin verwundert. Der zweite ist versteckt. Warte mal, wo konnten wir die Flamme einsetzen? Wir hatten irgendwo eine Stelle, wo wir die Flamme einsetzen konnten. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Wimmelbild. Die Monsterklaue hatte ich schon gesehen. Kristallkugel und Phönix-Ei. Das ist die Kristallkugel. Da ist das Phönix-Ei. Armschutz. Federn dreimal. Oh. Okay, das war die Galeere. Da ist die andere Feder. Und da ist noch eine. Eine Trompete. Da hinten. Cerberus. Ist da. Ein Zentaure. Das ist Papyrus. Basilisk. Und Fesseln. Warte mal. Achso, hier. Basilisk und Fesseln. Da sind die Fesseln. Basilisk? Ist doch eine Schlange. Ist aber nicht die Schlange zum Anklicken. Also was soll hier der Basilisk sein? Das ist doch kein Basilisk, das ist eine fucking kleine Eidechse. Das Buch kann ich nicht mehr anwählen. Ist ein Basilisk nicht eine große Echse? Ein Basilisk ist eine Schlange. Das weiß man doch aus Harry Potter. Eigentlich echsenartig, das wurde in Harry Potter nur falsch. Aber ich... Nein, das ist sonst immer falsch. Harry Potter hat das schon ganz richtig gemacht. War Eagle, hey, guten Abend. Harry Potter hat immer recht, korrekt. Ah, wo müssen wir den Feuerschlüssel einsetzen? Das ist ja nicht hier gewesen, ne? Hier ist ja nichts zum Einsetzen. Nee. Wo war denn? Wir hatten das auch irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr wo. Oder war das nur in dem Buch drin, das Symbol? Achso, doch, hier war das. Richtig, hier war das. Olivenöl und Feuerstein. Okay. Olivenöl? Olivenöl ist aber nicht brennbar. Korrigiert mich, aber Olivenöl ist doch nicht brennbar. Echt? Olivenöl brennt?
könnte beim Schlüpfen ein wenig Hilfe gebrauchen. Oh. Ganz sogar richtig fies. Okay. Das ist zu heiß, um es mit... Okay, ja, ich habe einen Handschuh. Ich habe einen Phönix. If you close the slip between the worlds, you'll be stuck in this realm forever. Leave it open, and I will let you go back to your world. Ich konnte Camilla sehen. Ich stimme zu, aber ich werde dich bekämpfen, wenn du je wieder in unsere Welt auftauchst. Nein, das Ganze endet hier. Du hast unsere Welt schon lange genug heimgesucht. Ich stimme doch nicht dem Bösen hier zu. No, this ends here. You've haunted our world long enough. Spoken like a true hero. Let's see if you can back your words with actions. Oh Gott, wir müssen wieder kämpfen. Warte. Das kommt vor. Der Kringel kommt auch vor. Oh Gott, das kommt auch vor. Wir können Kraft über Reason. Just let us in. Was ist das? Ich glaube, es ist das. Crystal is the gate. Destroy it and you're trapped here. With us. Dammit. Ich glaube, es ist diesmal der Kringel. Letzter Kampf. Fertig. Ein anderer Weg. Jahrhunderte Kampf gegen die Kaschmar, alles wegen diesem Ding. Let me go? It feels real enough to me. Und damit haben wir den Stein zerstört. Das Böse kann nicht zurückkehren. He's alive, richtig. Öle an sich brennen nicht, sondern die Ausdünstung beim Erwärmen, die aus Gasen besteht, brennen. Ah, okay. Ah, okay, war die Verstehung. Ente gut, alles gut, genau. Das war es mit Grim Legends 3. Ich glaube, einen vierten Teil gibt's nicht, ne? Ich glaube, von Grim Legends gab's keinen vierten Teil.